Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, einer neuen Folge Let's Play Retro Return to Castle Wolfenstein. Und ja, wieder das alte Thema, nicht lang fackeln, wir springen gleich rein ins Spiel, laden unseren letzten Spielstand. Ich glaube, das da war ein Versuchsspielstand. 1 Stunde 33, 2 Minuten 8. 2 Stunden 8, 1,25. So. Hast ja laden das da jetzt einfach. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher dieser Spielstände. Die Einwohner der Stadt bezeichnen diesen Ort als die entweihte Kirche. Ah. Wir haben uns dem Levelende genähert. Captain, wir haben uns dem Levelende genähert. Ja, sie kann. Wir lassen das mit dem Lesen. Ich weiß nicht, haben wir das da schon gesehen? Diesen Teil? Was planen Sie jetzt? Ich plane nichts. Ich tue etwas. Ich hole mir den Dolch. Nein, tun Sie das nicht. Sie brechen das innere Siegel. Das Risiko gehe ich ein. Sind Sie total verrückt? Wissen Sie nicht, was das auslösen wird? Dagegen ist alles andere hier ein Streichelzoo. Das ist mir egal. Ich habe mein ganzes Leben auf so eine Gelegenheit gewartet. Da lasse ich mich nicht von einem feigen Bücherwurm und seinen Panikattacken aufhalten. Frau von Braun, ich warne Sie. Wenn Sie weiter auf diesen Irrsinn bestehen, bin ich gezwungen, Ihr Verhalten der Abteilung für innere Angelegenheiten zu melden. Gehen Sie mir aus dem Weg, Schneider! Ihre jämmerlichen Drohungen können Sie sich Bitte, sparen. werden Sie vernünftig. Machen Sie dem Wahnsinn ein Ende, bevor es zu spät ist. Das war Ihre letzte Warnung. Das können Sie nicht. Na, endlich. Okay, das ist ja gerade richtig spannend, was jetzt hier passiert. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Ist natürlich jetzt schön durch die Decke gebrochen. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle, aber trotzdem. Geister dürfen mich nicht erwischen, deswegen gehe ich hier rein, verstecke mich. War es aber noch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß noch mal, wie ich das gemacht habe. Jawohl.
Okay, das hat er bis jetzt. Geht nämlich immer wieder schön hier zurück. Okay. Okay, okay, okay. Okay, 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 so. Haben wir ihn bald? Nein. Hätte ich ihn nicht drüber über diese Kante geworfen bekommen. Diese Geister, die er da nämlich... Schießen wir noch ein bisschen. So. Es kann ja nicht mehr lange dauern, bis er down ist. Je länger diese Geister schreien, umso schneller und so weiter folgen sie einem. Zumindest habe ich das so kennengelernt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, das müsste aber doch jetzt gewesen sein. Hier liegt er und... Oh, das ist das, was von Frau von Braun übrig geblieben ist. Und hier haben wir diesen komischen Dolch. Okay, perfekt, würde ich behaupten. Adler an Adlerhorst. Adler an Adlerhorst. Bitte kommen, Adlerhorst. Hier, Adlerhorst. Wir empfangen Sie, Adler. Wie ist Ihr Status? Die Mission ist erfüllt. Wir kehren nach Hause zurück. Gute Arbeit, Adler. Wie steht es um Ihren Passagier? Den Umständen entsprechend geht es ihm gut. Wiederhole, dem Passagier geht es gut. Adler, Ende. War es das jetzt schon mit Return to Castle Wolfenstein oder war das nur der Anfang? Okay, hier kommt immer die Uncut-Warnung.
anstatt das Bild, das normalerweise kommen sollte. Meine Herren, es ist jetzt 48 Stunden her, dass Blaskowitz von Burg Wolfenstein zurückgekehrt ist. Wir hatten daher viel Zeit, seine Erkenntnisse zu verarbeiten. Erkenntnisse, die, sagen wir, erstaunlich sind. Das ist eine Untertreibung, Sir. Die Frage, die ich jetzt in den Raum stellen möchte, was genau haben die Wölfe vor? Nun, wenn ich ehrlich sein soll, Sir, wissen wir nicht genug, um diese Frage zu beantworten. Ach, nicht? Verstehen Sie mich nicht falsch, wir haben viel über Ihre Möglichkeiten herausgefunden. Allein das macht mir furchtbare Angst. Mir auch. Aber... Ja, Jack? Es gibt da zwei Dinge, die mir keine Ruhe lassen. Was genau ist dieser dunkle Ritter, an dem Sie alle so interessiert sind? Was haben unsere Forschungen ergeben? Eine sehr, sehr gute Frage. Einfach gar nichts. Wahrscheinlich noch mehr von diesem Wir-lassen-Verfaulte-wieder-auferstehen-Hokuspokus. Und das Zweite, Jack? Dann ist da noch der Schädel, der wahrscheinlich gefährlichste Kamerad in den Reihen der Wölfe. Und wir haben keine Ahnung, ob und wie er mit der paranormalen Division in Verbindung steht. Der Schädel? Haben unsere Quellen den nicht bei der geheimen Raketenbasis von Katamarunda ausfindig gemacht? Das ist korrekt. Und wie der Zufall es so wollte, ist unser Mann Blaskowitz dorthin unterwegs. Ist er? Ja. Seine Befehle lauten, den gesamten Giftwaffenkomplex zu infiltrieren und zu sabotieren. Mit etwas Glück gelangt er auch an das neue Cobra-Modell. Das Cobra-Raketenflugzeug? Genau das. Das sind aufregende Neuigkeiten, Sir. Jack, was würden Sie sagen, wenn ich unseren Mann anweise, er soll seine Augen und Ohren für jeden Bezug zum Paranormalen offen halten? Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Idee. Okay, da haben wir ja dann eine nette Besprechung wieder gehabt und weiter geht's. So. Mission 3, Vergeltungswaffen, Teil 1, der Waldkomplex. Strasser wurde zu einer entlegenen Raketenbasis nahe der baltischen Küste verfolgt, von wo aus er scheinbar eine V2-Rakete nach London schicken will. Ihre einzige Möglichkeit, in die Raketenbasis einzudringen, besteht darin, unbemerkt an Bord eines Versorgungslasters zu gelangen. Sie müssen mit dem Fallschirm im umliegenden Wald landen und sind daher nur mit einem Messer und einer Waffe ausgestattet. Der Rest ihrer Ausrüstung wird separat in zwei Containern abgeworfen. In einem von ihnen finden sie das neue Gewehr OSA M1S Snooper, das besonders effektiv auf große Distanz ist. Da diese Waffe eine Spezialmunition benötigt, können wir ihnen nur einen geringen Vorrat zur Verfügung stellen. Aufgrund der fortschrittlichen Technik der Waffe ist es von größter Wichtigkeit, dass sie sie bergen und sie auf keinen Fall in Feindeshand fällt. Dieser Bereich ist nur leicht bewacht, aber es gibt vereinzelte Wachstationen in diesem Gebiet. Wenn eine von ihnen Alarm schlagen sollte, wird die Raketenbasis auf sie vorbereitet und die Mission gefährdet sein. Denken Sie daran, eliminieren Sie nicht die letzte Wache, die den Zugang zum Gelände gestattet, denn sonst kann der Versorgungslaster nicht hineingelassen werden. Infiltrieren Sie den Versorgungsblock, gelangen Sie unbemerkt mit dem Laster zur Raketenbasis. Der Alarm darf nicht ertönen. Finden Sie das Gewehr OSA M1S Snooper. Trotzdem muss ich gerade ganz kurz was checken. Ja, also nach 5 Minuten haben wir in der Folge. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann auch schon wieder. So, hier brauche ich ja noch nicht zu schleichen. Hier sind ja noch keine Feinde, oder? Aus. Kriegen wir den noch? Hey, Rudi! Da hängt ein Fallschirm in dem Baum da drüben am See. Vielleicht ist nur einer von der schwarzen Schwadron beim Training falsch abgesprungen. Das passiert andauernd. Trainieren die denn heute? Keine Ahnung. Irgendwo...
So, den haben wir gut ausgetrickst. So. Was haben wir hier oben? Oder können wir aufs Dach? Auch gut. Ah, da hinten ist noch ein Fallschirm. Gut, dann weiß ich also, wo wir hin müssen. Geile Animation, ne? Okay, aber kein, nicht dieses komische Gewehr da, dieses USA. Also die Snooper. Nennen wir sie einfach Snooper. Scheiße. Oh mein Gott, wie blöd. Die Mission ist gescheitert. Wir wurden entdeckt. Naja, okay. Dafür wissen wir jetzt, ab dem Haus muss geschlichen werden. Oder zumindest leiser vorgegangen werden. So, das da war diesmal ja nicht so intelligent. Aber funktioniert hat es trotzdem. Wir wissen immer noch, wo unser Zeug liegt. Mir macht das Spaß. Die Animation, das hat uns damals völlig ausgereicht. Perfekt, jetzt haben wir nämlich noch einen Schalldämpfer. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ah nein, das ist nur eine Luger. Mehr ist es nicht. So. Hier hin. Den Wachturm da umgehen, den wir gesehen haben.
Weiß zwar nicht, inwieweit uns das wirklich was bringt, aber ich sag's mal so, besser als nichts ist es bestimmt. Ach, da unten ist so ein Kontrollhäuschen. Ich wette, da ist dann auch erst der ganze Alarmauslöse-Dingens-Dangens da. Wenn zu viel geschossen wird, lösen die ihn einfach aus. Ich glaube nicht, dass die auf den Wachtürmen sowas haben, oder? Nehmen wir es mal. Ich hoffe es mal richtig anzunehmen. Oh, die haben einen Lautsprecher dran. Für heute? Ich denke schon. Nichts mehr auf dem Plan. Machen wir mal lieber ab. Haben sie mich noch nicht bemerkt? Was war denn Schnellspeichern nochmal? F5, gell? Ja. F5 war Schnellspeichern. Gut. Dann müssen wir nämlich nicht immer von Anfang an anfangen, sondern können einfach schnell laden. Also der auf dem Wachturm und die beiden Wachen, die da an der Brücke patrouilliert haben, kommen mir nicht davon. Aber... Okay. Vorkommnisse, Unteroffizier. Also vor circa 3 Stunden kam der Wagen eines Generals mit voller Eskorte hier durchgerast. Und nach 1,5 Stunden sind sie wieder weg. Ah, Schädel und seine Leute. Zweifelsfrei eine seiner spontanen Inspektionen. Scheiße. Wir haben alle jetzt noch keinen Alarm ausgelöst oder was? Naja, uns soll's recht sein, sag ich mal jetzt einfach. Ah, und da hängt der andere Fallschirm, also. Jawohl. Cool, Infrarot. Aber nur 9 Schuss, das ist das, was wir jetzt also müssen uns ein bisschen aufteilen. Wir machen auch mal schnell speichern. Ich will die 9 Schuss ja auch auf keinen Fall verblempern. Wie ich mir fast dachte, die sind alle jetzt alarmiert irgendwo. So, jetzt haben wir verloren. Der ist nämlich zu dem Häuschen gegangen. In dem Häuschen ist der Alarm drin. Und wenn die mal in dem Häuschen drin sind, haben wir keine Chance mehr. Aber...
ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt und das war's mit Folge 1 für diese Woche. Am Donnerstag wird die nächste Folge Let's Play Retro Return to Castle Wolfenstein kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Replika 666.